ja, es macht mich einfach nur traurig und schockiert einerseits und andererseits, wir stehen ja vor dem Brandenburger Tor, der ist zwar schön beleuchtet, aber wenn man den Hintergrund dazu weiß oder kennt, dann ist es, macht einen tiefgründig traurig und wir waren letztes Jahr in Paris, vorletztes Jahr in Paris, wo die Anschläge dort waren, 3 Tage vorher waren wir selber dort und man ist einfach nur froh, dass man nicht dabei war und man hat, fühlt mit den Menschen mit einfach nur, es ist unbeschreiblich einfach nur, wenn man vor so einem Monument steht hier, der so viel Ausdruck und Kraft hat und das auch noch, ja, ich finde keine Worte dafür eigentlich, was man dort empfindet, weil das ist einfach nur scheiße, auf gut Deutsch gesagt und ja, die Menschen tun mir schrecklich leid, die Verwandten, die Familien, das ist einfach nur schrecklich und jemand, der sowas macht, ich weiß nicht, was die dazu bewegt, sowas zu machen, aber es ist einfach nur ein Horror. Und warum die den Horror irgendwo verbreiten, das kann keiner erklären. Klar, es gibt Kriege, es gibt Verbrechen, aber was bewegt die Menschen dazu? Welche Religion, welche Macht, welche Überzeugung bewegt die Menschen dazu, sowas zu machen, andere Menschen, unschuldige Menschen, sowas anzutun? Das ist... Da findet man einfach keine Worte. Das sind Menschen, das ist Abschaum, der in der normalen sozialen Gesellschaft nicht zu suchen hat, meiner Meinung nach. Und wie gesagt, die Menschen, denen das widerfahren ist, mein Beileid, es tut mir schrecklich leid, könnten genauso wir sein. Von daher ist es einfach nur unbeschreiblich. Es ist Terror halt, ne? Das ist das Ziel von Terror, einfach nur die Menschen zu erschrecken oder das Fürchten zu lehren. Und das sollten sie nicht schaffen. Einfach weitermachen, einfach dran glauben, dass die Welt in Ordnung ist. Die Welt ist wunderschön und so soll es auch bleiben. Well, the attacks are something that you cannot understand. It's against everything we believe. So we are not happy with this in not only in London, on everywhere. Ich finde es schlimm, dass es heute so ist, dass man überall Angst haben muss vor solchen Anschlägen. Ich finde es gut, dass man sich solidarisch zeigt hier am Brandenburger Tor.